und herzlich willkommen zum Testcheck, der dieses Mal leider aus Platzgründen etwas kurz ausfällt. Für alle, die zum ersten Mal zuschauen, im Testcheck zeige ich euch Spiele, die es aus den verschiedensten Gründen nicht zu einem eigenen Video gebracht haben. Den Anfang macht Battlefield 2 Modern Combat für die Xbox 360. Battlefield 2 definiert den Begriff Ein-Mann-Armee völlig neu, denn im Gegensatz zu normalen Shootern seid ihr in Battlefield 2, zumindest im Einzelspielermodus, nicht an einen bestimmten Charakter gebunden, sondern könnt auf Knopfdruck jeden anderen Soldaten übernehmen. Auf diese Weise verwandelt ihr euch vom Sturmsoldaten blitzschnell in einen Grenadier oder übernehmt einen Scharfschützen. Zusätzlich stehen vom Apache-Hubschrauber über Jeeps bis hin zu Panzern jede Menge Fahrzeuge zur Verfügung, die sich sehr unkompliziert steuern lassen. In technischer Hinsicht dürft ihr mit den üblichen 360-Verbesserungen rechnen. Die Texturen sind detaillierter, metallische Oberflächen wirken sehr plastisch und es gibt mehr Effekte und größere Explosionen. Die Einzelspielerkampagne bietet 19 Levels und macht wirklich Laune. Zur wahren Höchstform läuft Battlefield 2 aber erst in den krachigen Online-Schlachten auf. Leider konnten wir den Online-Modus noch nicht testen, aber da Battlefield 2 auf der Xbox mein absolutes Lieblings-Online-Spiel ist, bin ich mindestens genauso gespannt wie ihr. Mehr dazu gibt's im nächsten Heft. Ziel ist Panzer. Hier gibt's jetzt was Neues. Naja, ganz neu ist es nicht mehr, aus dem Hause Sega. OutRun 2006, das für die Xbox und die PlayStation 2 erscheint, im Bild seht ihr die PlayStation 2 Version, bietet verschiedene Spielmodi, in denen ihr kleinere Aufgaben lösen müsst oder den klassischen OutRun-Modus, in dem ihr euch auf verzweigten Straßen die Seele aus dem Leib driftet. Mit OutRun 2006 liefert Sega ein weiteres Update, das sich wohl eher an Leute richtet, die einfallsloses Design, mehr als merkwürdiges Fahrverhalten, flimmernde Grafik und geringen Umfang wohlwollend ignorieren und dann so schmerzfrei sind, das Ganze als Skill Racer zu bezeichnen. Versteht mich nicht falsch. OutRun 2006 funktioniert und ist auch einigermaßen spaßig. Allerdings muss man schon mit der Lupe suchen, um am neuen OutRun etwas zu entdecken, das nicht von 12 Millionen anderen Rennspielen in den letzten Jahren ungefähr 12 Millionen Mal besser gemacht wurde. Oldschool-Zocker und alle, die zu tattrig für Hochgeschwindigkeitsorgien à la Burnout oder Ridge Racer 6 sind, dürfen einen Blick riskieren. Der Rest der Welt sieht sich nach einem modernen Rennspiel. Kontrollstelle. Ich bin weit weg. Hier seht ihr Ford Street Racing für die Xbox. Ihr werdet dabei zum Teamchef eines Ford Racing Teams ernannt und dürft ähnlich wie in der letzten NASCAR-Episode von Electronic Arts zwischen den einzelnen Fahrzeugen der Teammitglieder wechseln, den Kollegen Anweisungen geben und die Rennstrategie festlegen. Ford Street Racing bietet 3 Rennklassen, 24 hübsche Strecken, das seht ihr gerade selber, und 18 offiziell lizenzierte Fahrzeuge von Ford. Soweit ich das sagen kann, ist das Fahrverhalten durchaus realistisch. Die Teamfunktion und die unterschiedlichen Renntypen sorgen für Abwechslung. Kein absoluter Überhammer, aber auch nicht wirklich schlecht. Wisst ihr Leute, es gibt Intros, die rocken. Schnelle Schnitte, fette Action, Dramatik, Explosionen, ihr wisst schon, was ich meine. Dann gibt's da noch Advent Rising für die Xbox. Der Vorspann zieht sich wie ein Kaugummi. Die zugegeben hübsche Hintergrundmusik passt eher zu einer Romantik-Kitschfilm-Kaminknutsch-Szene. Und wenn man nicht aufpasst, schrammt man mit seiner Schüssel irgendwo hinein. Und muss das ganze Drama nochmal über sich ergehen lassen. Das erspare ich euch jetzt mal. So. Der Vorspann liegt endlich hinter uns und wir befinden uns im ersten Level, bei dem wir gleich etwas lernen können. Wahre Freundschaft gibt's nur unter Männern und Schlaghosen kommen nie aus der Mode. Hier seht ihr übrigens nicht Lollek und Bollek nach ihrem Coming-out, sondern den Held des Spiels, der ungeachtet der dramatischen Situation versucht, seine neueste Eroberung abzuschleppen, was natürlich kompletter Blödsinn ist. Eigentlich versucht unser Held Gideon gerade mit seinem Bruder eine Raumstation zu verteidigen, die von garstigen Aliens angegriffen wird. Öfter mal was Neues. Okay.
Im Großen und Ganzen lässt sich Advent Rising als Third-Person-Shooter mit Ladehemmung bezeichnen. Es gibt jede Menge Waffen, Fahrzeuge und Spezialfähigkeiten, die ihr euch zunutze machen könnt. Leider krankt der Titel nicht nur an der nicht ganz zeitgemäßen Technik, sondern an einem merkwürdigen Zielsystem und einer hakligen Steuerung. Über die teilweise grottenschlechte Kamera sage ich jetzt hier lieber nichts. Wisst ihr, manchmal bin ich gezwungen, den Testcheck unter Zeitdruck aufzunehmen. Das ist an sich keine schlimme Sache, nur ich bin dabei meistens ziemlich genervt. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr müsst das hier spielen, habt keine Zeit und neben euch sitzt Bernd, der Odama testet. Wer den Odama-Test gelesen oder schlimmer noch gehört hat, weiß, dass das Spiel über Spracheingabe gesteuert wird. Das bedeutet, ich versuche mich hier mit diesem Fahrzeug vertraut zu machen und die ganze Zeit brüllt Bernd von rechts neben mir seinen GameCube an. Sammeln! Sammeln! Und dann passiert das. Da hättet ihr das Pad doch auch an die Wand gedonnert, oder? Unfassbar. Zum Schluss zeige ich euch ein Spiel, das für mich wie gemacht ist. Es heißt Raises Hell, läuft auf der Xbox, sieht unfassbar hässlich aus, aber es macht Spaß. Ich stehe nämlich nicht auf Hello Kitty, bei Kitsch könnte ich kotzen und wenn ich rosa sehe, rollen sich mir die Zehennägel auf. Anscheinend bin ich nicht der einzige Mensch auf der Welt, der so empfindet, denn in Raises Hell übernimmt ihr ein blaues Monster, das sich mit niedlichen Puschelwesen anlegt und alles niedermacht, was auch nur entfernt nach niedlich aussieht. Ihr ballert die kleinen Maden zu Klump, das seht ihr ja gerade selber, oder stopft ihnen per Stealth-Kill ihre niedlichen Zuckerschnuten. Ansonsten wird nicht viel geboten. Ähnlich wie bei Oddworld Stranger benutzt ihr als Waffe kleine Lebewesen, die ihr auf Knopfdruck einsaugen könnt. Ich weiß, es sieht nicht gut aus, aber wer schon immer mal mit Kitsch und Schmusekram abrechnen wollte, braucht dieses Spiel. So, hinter mir steht David, der haut mir gleich eine rein, wenn ich hier noch länger rumlaber. Das war's für dieses Mal. Haut rein, macht's gut, bis nächsten Monat. Du kannst schneller gehen, wenn du magst.